Voll gestartet mit einem Tschüss von dir. Es ist wunderbar. Hallöchen. Hallöchen. Und da du ja noch am Segeln bist, will ich meine Blase entleeren. Mitten in der Aufnahme. Mitten in der Aufnahme. Oh Mann. Na gut. Dann mach das mal. Da geht ja einfach. Unfassbar. Das wird ja eine tolle Folge. Ja, schauen wir doch mal, was heute so daraus wird. Und ob er vielleicht zurückkommt und feststellt, hier ist irgendwas schiefgegangen. Er sitzt wieder auf irgendeinem Bett und hat keine Ahnung, was passiert ist. Nicht so nah. Nein. Das Essen ist auch gleich durch, auch wunderbar. Mitten in der Aufnahme. Haut der einfach ab. Und kommt wieder. Ja, so eine Scheiße aber auch. Kommt wieder und muss sich nicht wundern, dass er irgendwo tot im Bett liegt. Nö. Komisch. Das ist schön gewesen, oder? Ich weiß nicht. Ob das schön gewesen wäre, lassen wir mal dahingestellt. Aber mir ist gerade eine geniale Idee eingefallen. Nein, es war nicht auf Toilette. Man könnte ja mit dem Boot bis an die Grabsteine fahren, bevor man auf die Insel springt und erstmal seine Sachen holen. Ach nö, du Scheiße! Schlange! Ja, ich fahr schon mit Vollgas. Mecker nicht rum! Geh den anderen auf den Sack! Wir haben andere Probleme, die sind wichtiger! Oh, 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 oh! Und einmal lenken! Ah, sehr schön! Oh, 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 na, links lenken! Ja, sehr schön! Ach, das Sumpf! Ach du Scheiße! Oh, fuck! Gute Nachricht ist, wir haben eine Schlange gefunden. Wer ist schneller, Schlange oder Sven? Und wenn du uns jetzt, ne? Hallo? Das Schlimme ist, sobald Wind kommt, ne, also gegen Wind, dann haben wir die Arschkarte, ne? Ja, so, einmal hier rum. Oh, fuck, 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 fuck. Hier ist Land. Schlange ist mit dem Schlundigel beschäftigt. Oh, fuck, 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 fuck. Sumpf, 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 Sumpf. Oder was auch immer das hier ist. Ja. Ich komm hier nicht weg. Schlundigel. Ich glaube, du bist tot. Ich glaube für dich mit. So, jetzt lass mich gucken. Jetzt lass mich gucken. Das ist ungünstig. Oh, ich müsste den ganzen Weg runterlaufen, ne? Das ist schlecht. Das passt mir einmal gar nicht. Hast du Sachen in... Haben wir. Warte, warte, warte. Ich will gucken, dass ich an deinen Grabstein zumindest komme, dass ich den leer machen kann. Ja. So, die Sachen habe ich. Holy crap. Ich fahr da mal und guck mal, ob ich das Portal kriege, ne? Ich wünsche dir viel Glück dabei. Ja, danke. Werde ich brauchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wir sind ein paar lustige, ey. Ich verstehe aber auch nicht, warum du hier reingefahren bist. Beim besten Willen nicht.
Ganz ehrlich, weil ich mich komplett nur noch auf die Schlange konzentriert habe. Ich habe nicht mehr drauf geguckt, wie da die die Stütte war. Ich glaube, die muss weg sein. Mit Boot da lang? Ja, die wird jetzt wahrscheinlich entweder mit dem Schlundegel genug zu tun gehabt haben und uns ignorieren. Ich habe halt so weit nach rechts gelenkt und dann war Kacke. Ich wollte eigentlich mehr links bleiben. Das ist nur, weil ich an der einen Stelle ein bisschen zu weit nach links rausgerutscht bin. Okay. Hallo Drauga. Läufst du oder fährst du mit dem Boot? Ich fahre mit dem Boot. Ich laufe doch nicht. Hallo. Ich habe hier nebenan den Stream laufen von dir. Ich kann nachgucken, ich Idiot. Ja, sehr schön. Du hast es aber heute auch, ne, mit deinem Idiot. Ey, heute läuft gar nicht. Hallo Drauga. Alles frisch unter Wasser? Ja. Eigentlich hätte ich deinen Stream nehmen sollen und irgendwie als Ressource einbinden in, ne, dann könnte ich das jetzt anzeigen oder so. Als Ressource? Hä? Ja, also hier als was OBS aufnehmen soll. Ach so, ja, da. Ich hab 4 Holz. Schön. Ich hab hier springende Ebenen. Zumindest springende Biome. Sumpf, Ebene, Ebene, Sumpf, Sumpf, Ebene. Alter. Und versuch einen Kessel zu benutzen, bin ich gerade fast gestorben. Aber wenn dir langweilig ist. Nee, ist es nicht. Wir haben da noch Fleisch, was gebraten werden muss. Ja, ich glaube schon. Nein, war ein Scherz. Nee, ich glaube schon. Ich koche schon. Ich koche. Irgendwann. Nee, jetzt ist es auch gut. Nee, ist ja schon in der Kiste da, also. Nee, ist. Gut, mach ich. Oh, wir kommen. Ich komme unseren Sachen immer. Alter, ist doch nicht wahr hier. Okay, erstmal durch die Kisten. Ja, mach das. Da sind 19 Eiktür-Trophäen. Ja. Oh ja, Schlagseite. Wir haben Schlagseite. Schlagsahne wäre mir lieber. Ja. Gibt zu viel Flecken. Ja. Gibt zu viel Flecken. Dann. Das ist es ja, mache ich auch. Ich habe einen Hammer gefunden. Schön. Ich bräuchte jetzt nur aus dem Grabstein erstmal. Was brauche ich? Lass mich überlegen. Holz, 10 für die Werkbank. Ich muss ja eine Werkbank haben. Genau. Dann brauche ich die Südwindkerne, die Augen und. Das war's erstmal, ne? Ja. Und dann hoch zum Turm und oben am Turm dann erstmal Randale schieben. Wenn du das hinkriegst. Wenn du stirbst, bist du auch bald wieder hier, ne? Dann haben ja, wir wieder. Ja, weiß ich. Ist mir doch bewusst. Ich weiß, dass bei mir auf meinen Schultern lastet kein Druck. Okay. Wie war das jetzt? Dieses Lochsfleisch können wir nicht verwenden und Nixenschwanz können wir auch gerade nichts mitmachen, ne? Außer, also wir könnten ihn braten, aber das war's. Kobold, hau ab! Geh anderen auf den Sack, aber nicht mir! Und warum torkel ich denn hier so? Können wir eigentlich am Kessel so machen? Ach, da stehen die Drauger. Da stehen die da. Ich glaube doch nicht. Ja, das sieht ja super gut aus. Das dürfte meiner sein.
bist du jetzt schon wieder unterwegs hin? Hast du alles für das Portal so schnell? Nee, ich bin erstmal nur hier rein, damit die mich in Ruhe lassen. Ah, okay. Ich hab die Augen. Ist oben drauf noch was? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ein Skelett, den höre ich. Okay. Ich bin aber ganz ehrlich, ich will jetzt nicht gucken gehen da oben, ne? Irgendwie. Warum? Du hast doch ein. Du hast ein Schwert, du hast ein. Oh, ja, da stehen 4 Skelette, Alter. Ich habe keine Rüstung, das ist das Schlimme. In meinem Grabstein war eine Rüstung drin. Ja, da. Sven. Ich habe unten vor der Tür Drauger stehen. Ich habe über mir Skelette stehen. Ich habe beim Kochen nicht aufgepasst. Egal, was ich jetzt mache. Ich könnte hier schon mal die. Werkbank hinstellen. So, habe ich schon mal eine Werkbank. Die ist auch geschützt. Pilz und Karotte. Ich mache mal ein bisschen Karottensuppe, ne? So, wenn ich jetzt Pfeil und Bogen noch hätte, ne? Scheiße, ich komme da nicht dran, ne? Wo bist du dran? Ich bin gerade. Warte. Handwerkstation benötigt ein Dach da. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Das gilt nicht als Dach da oben. Ich brauche eine Kiste. Kann man eine Kiste hier? Ja. Kann ich nämlich die Kiste stellen wir schon mal hier hin? Hm? So. Honig, Distel, Blutsack, Glauben, Brauchzwergen. Achso, das ist Frostwiderstand. Brauchen wir gerade nicht. Den Frostwiderstand packe ich auch hier rein. So, haben wir die nicht. Augen brauche ich, Stein brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Himbeeren, Blaubeeren. Jetzt muss ich gucken. Die Dings kann ich, die packe ich mit hier rein. Genau. Das packe ich da rein. Das packe ich da rein. Die Axt packe ich auch da rein. No risk, no fun, ne? Die stehen echt da drunter, ey. Ich krieg doch Krämpfe, krieg ich hier. Kann ich die hier nicht abbauen? Die Steine? Nein. Scheiße. Lass mich raten, wenn ich springe, bin ich tot, ne? Ja, natürlich. Oh. Da stehen. Siehst du sie? Da stehen ja, sie doch. Aber. Sind die Skelette oben alle mit Schwert oder sind ja auch welche mit Pfeil und Bogen dabei? Die haben, weiß ich nicht, Schwert. Die haben alle Schwert. Solltest du die eigentlich schaffen? Ja, aber ich habe keine Rüstung, ich habe nichts. Ja, aber du hast wenigstens den Magen noch halbwegs voll. Kannst du da unten das Portal hinsetzen? Ach nee, du hast das Zeug dabei. Nee. Die Fragen kann ich öfter stellen. 1, 2. Was habe ich denn hier drauf? Pfeile, guck mal. Ich habe zumindest schon mal 6 Pfeile. Guck mal. 1, 2, 3, 4. Das Schlimmste ist, das Hinterste, das hat ein Schwert. Oh Gott, ich hoffe, du schaffst das. Was ist denn, wenn ich einfach das Dings hier rausnehme? Das Holz. Sterben die dann nicht? Kommen die runter. Ne, die fallen einfach nur runter und dann sind die da. Weiter oben. So, Nummer 1. Einer ist schon mal weg. Da gehe ich mich regenerieren heißt das Wort. Mhm. Eins hast du weg? Okay. Ja, sind nur noch 3. Machen wir jetzt, machen wir hier. Schon mal was. Der nächste, bitte. Stück für Stück. Ja, komm doch runter. Komm doch runter, du Posse. Komm. Die kommen nicht runter, ne? Nummer 2 ist weg. So. Jetzt haben wir hier mal Ruhe.
So, das haben wir schon mal fertig. Da können wir alles reparieren. Der ist nämlich optimal. Wenn ich jetzt noch an die Sachen komme, haben wir hier auch Schlamm. Haben wir auf jeden Fall schon mal eine Basis hier. Eine sehr gute Basis im Endeffekt. Ja. Weil die können wir wirklich wunderbar nutzen. Ich muss nur an die Sachen kommen irgendwie. Irgendwie. Ein Problem ist jetzt, das sind jetzt die Drauger, ne? Ja. Die sind jetzt im Moment mein größtes Problem. Und da weiß ich auch nicht, wie ich da vorbeikomme, dass ich zumindest an die Sudlingkerne komme. Weil die müssen irgendwo da in der Kiste liegen. Ja. Ich komme hier auch nirgendwo raus, dass ich rausspringen könnte, ne? Weil das ist halt das Problem. Wenn ich hier springe, ob ich das dann überleben würde, der geht weg. Ja, hätte ich jetzt Pfeil und Bogen mit, ne? Du hast doch Pfeil und Bogen. Du hast keinen Bogen. Nee, Pfeile ja, aber kein Bogen. Und mit 6 Pfeilen komme ich auch nicht weit, ne? Sind ja, 2 gut. Stück sind das. 2 Stück. Und ein Schleim. Und, ah ja, sehr schön. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall schon mal einen Giftwiderstand reinhauen. Zumindest, wenn du da runter gehst. Na, das wird ja wieder tricky, wird das hier. Aber wir leben ja Herausforderungen. Schwert oder Kolben? Schwert oder Kolben? Mal ganz blöd. Du hast doch... reiß mal eine von den Kisten ab und setz dir ein Bett. Ach scheiße, dann hast du kein Dach und kein Feuer. Nee. Ich habe gar nichts. Gut erkannt. Shit. Wobei, Feuerstelle könnte ich die nicht... Die kriegst du wahrscheinlich nicht da rein, aber die kriegst du unten drunter oder so. 5 Steine und 4 habe ich. Ernsthaft jetzt? Oh, ist so, das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich. Oh, guck mal. Ich renn hier hin und her und hab keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, ich kann die auch nicht hauen, ne? Da komme ich auch nicht raus. Die kommen nicht rein, oder? Die stehen, die kommen die Treppe nicht hoch. Aber, ja, kommen die ins Gebäude rein? Ja, ja, der steht ja unter mir. Aber das ist ein, achso, du meinst die kleine Treppe, die Steintreppe. Nee, hier. Du siehst doch, wo ich draufstehe. Ja, die kommt ja nicht hoch, das ist klar. Ja, aber hier... Das steht ja drunter, okay. Ich verstehe. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn ich mich jetzt beeile und rausrenne... Komme ich dann an meine Sachen dran, dass ich im Kreis laufe, irgendwie versuche, die Südlingkerne einzufangen und dann wieder reinrenne? Komm. Scheiß drauf. Da sind sie nicht. Wo sind die scheiß Südlingkerne? Wo haben die mich getötet? Eigentlich müssten die in dem oberen drin sein. Oder liegen die hier noch irgendwo rum? Ist das deiner oder ist das meiner? Da unten sind doch Sudlingkerne, unterste Reihe. Da sind sie doch. Holz nehme ich noch mit. Was nehme ich noch mit? Edelholz? Brauche ich Edelholz dafür? Also, ja, wahrscheinlich. Nimm die Augen. Nimm die Augen. Ja, zu spät. Jetzt muss ich erstmal wieder rein. Vier Augen reichen nicht, ne? Was brauche ich denn? Waren das nicht 10 Augen? Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich hab schon mal die Sudlingkerne. Ja, das könntest du jetzt da oben reinpacken, ne? Ich hab schon mal... Also 6 Augen fehlen mir noch. So, das hätten wir. Ich habe dafür mal ein bisschen hier angepflanzt. Was liegt denn da rum? Honig. Honig. 6 Augen. Du stehst natürlich scheiße dann, ne?
Du stehst absolut scheiße da. Weißt du das? Ich glaube, es ist ihm ziemlich egal. Beide draußen. Das ist doof, dass die beide okay. So schön. Ja. Der war nett. Da sind noch Augen. Hast du die Augen? Ja. Nice. Alter, was ein Move. So, raus da. Warte. Nee. Bravo, bravo. Das war super. Ich bin schwer beeindruckt. Das war pures Glück war das. Es ist mir vollkommen egal. Du hast das geschafft. Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Deswegen. Edelholz. Ernsthaft jetzt? Du hast Edelholz nicht mitgenommen? Doch, hab ich. Doch. Alter. Ja, hau einfach rein. Passt schon. So rum. Aber, wie wir da durchgehen. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bams. Ciao. Tschüss.